Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Mein Name ist Xenox und wir sind hier wieder zurück in Ark Survival Evolved. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass all meine Items wieder weg sind. Das liegt daran, dass ich einen neuen Mod drin habe und das ist der K9 Stack Mod. Das heißt, das ganze Metall, das ich mühsam gefarmt habe, ist leider weg, liebe Leute. Aber das macht nichts, denn ich habe so oder so vor, in dieser Folge was zu themen. Ich habe hier noch ein paar andere Dinos getämt, die will ich euch mal kurz vorstellen. Einmal sind das hier zwei Wächter, männlich und weiblich. Dann noch ein kein Triceratops. Dann hier noch zwei Raptoren, weil die mir durch den Weg gelaufen sind und ich nicht wusste, was ich mit denen sonst machen soll. Und dann noch einmal ein Baryonyx, oder wie der heißt. Ja, genau hier, Baryonyx. Ja, bei dem gehen wir auch mal schön auf Leben. Der braucht Fischfleisch, liebe Leute. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe kein Fischfleisch mehr. Ich habe noch mit meinen zwei Rexen hier noch zwei Alpha-Kanus erlegt. Und ja, da habe ich noch ein paar Sachen bekommen. Genau, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen Fleisch holen. Da unten sind auch schon zwei Raptoren. So, wunderbar. Ja, jetzt hat meine Rex ein bisschen Schaden bekommen, aber das macht ihm nichts. Wunderbar. Ja, liebe Leute, ich gehe hier und hole mir jetzt mal ein bisschen Sachen. So, da ist ein Rex. Aber hauptsächlich brauche ich ja... Ich muss so oder so jetzt noch den Sound so ein bisschen leiser stellen. Wunderbar. So, ich brauche einfach nur ein bisschen Fischfleisch. Mehr nicht. Oh, da kommen sie schon angerannt, liebe Leute. Die Piranhas. Guckt euch das an. Die kommen hier schon hierher gelaufen. Guckt euch diese Filmfische an hier, die Leute. So easy. Ich muss einfach hier nur durchlaufen. Und hab sie alle hier schon. Wunderbar. Zum Thema Arkstream. Ich muss erstmal wieder meinen Streamlabs und so alles wieder. Das habe ich voll vergessen. Also Overlay und all diese Programme, die ich für Stream brauche, muss ich mir noch holen. Ich könnte es auch einfach. Ja, besser gesagt, die Festplatte von meinem alten PC, die kann ich nicht rausnehmen. Ja, das ist doof. Und ich habe das alles auf eine interne Speicherfestplatte reingetan. Und das war mein Fehler. So. Ja. Da ist auch schon ein Terizino. Der hat gerade einen Rex erlegt. Und ich weiß auch, dass für Terizinos das keine große Sache ist, einen Rex zu erlegen. Vor allem ungetämten und so low-leveligen Rex ist wirklich nichts für so ein Terizino, weil die können echt stark sein. So. Oh, da ist ein Rexer, liebe Leute. So. Aber für mich ist das kein Problem. Der Terizino hätte auch keine Chance gegen einen high-leveligen, ungetämten Rex gehabt. Aber ja, wir gehen uns jetzt erstmal das wunderschöne Loot-Drop da hinten holen. Und ich habe vor heute ein... What the fuck? Ich habe gerade einen Castroides umgebracht. Ich Idiot. Genau das wollte ich nicht machen. Ich wollte nämlich auf keinen Fall einen Castroides erlegen. Und zum Thema League of Legends. Ich werde das ganze League of Legends Projekt jetzt einstellen, weil ich gerade selbst zum Entschluss gekommen bin, dass es noch... Oh mein Gott. Männlich! Liebe Leute, Jackpot. So. Wunderbar. Nein, es kommt noch ein Rex. Auch männlich. Gut, ich muss jetzt einen Rex von denen dort töten. So, okay, wir haben hier noch einen Tech-Rex, liebe Leute. Perfekt. Ich schwöre, ich wusste nicht, dass der da ist. Ich muss mal kurz pfeifen. Auf Passiv. So. Wunderbar. So. Ja, ja, ihr könnt ihn ruhig damagen. So, aber die hole ich mir. Wir haben keine Chance. Wunderbar. So. Wunderbar. Ich werde mir jetzt diesen Tech-Rex sowas von holen. So, kommt her. Komm her. Nein, 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 nein. Komm zurück. So,
Den hole ich mir jetzt schnell. Diesen Rex brauche ich nämlich nicht. So. Wunderbar. Jetzt. Da hinten ist schon unser anderer Rex. Den ich mir auf jeden Fall tamen will. So. Wunderbar, liebe Leute. Da rennt er jetzt schon wieder weg. Aber den hole ich mir. Den hole ich mir, liebe Leute. So. Komm her. Ich will diesen Rex haben. Ich brauche ihn, liebe Leute. Ich brauche ihn. Unbedingt. Männlicher Tech Rex. Das ist alles, was ich jetzt noch brauche. Ich verfehle gerade jeden einzelnen Schuss. So, es tut mir leid, falls ich ein bisschen ruhiger bin, aber das ist für mich sehr, sehr wichtig, diesen Tech Rex zu tamen. Nein. So. So, perfekt. Mein Rex ist dort auch schon am Boden, liebe Leute. Und jetzt werde ich kurz hier diese Tiere da wegmachen. Hier. Diese Tiere, also den Raptor. So, liebe Leute. Das ist leider eine sehr gefährliche Zone. Das weiß ich aus Erfahrung. Was ich auch weiß, ist, dass die, glaube ich, nicht einfach so jemand angreifen, diese Raptoren. Vor allem nicht größere Tiere. Wo wenn sie betäubt sind, weiß ich selber nicht, was die so anstellen. So, das ist ein, wie gesagt, eine sehr gefährliche Zone. Hier sind sehr viele gefährliche Tiere. Auch Fliegen. So, unser männlicher Tech-Rex, liebe Leute. Stimmt, ich habe zum Glück noch Narkotik ein bisschen dabei. Aber ich habe auch fast keine Pfeile mehr. Hier. Ich tue mal das hier alles rein. Das sollte reichen bei einem Level 14er. Männlich, liebe Leute. Männlich. Das ist gut. Wir haben einen weiblichen Tech-Rex. Das ist perfekt. So. Jetzt tue ich ihm noch das rein. Wunderbar. So. Jetzt. Jetzt, liebe Leute. Ah, der Loot-Drop ist gerade jetzt weggegangen. Ach, egal. Ach, egal. Da ist zwei Dinos, die mir ein bisschen Sorgen bereiten. Einmal der Raptor. Er könnte den Bewusstlosen angreifen. Oh mein Gott, ist er schnell. So. Dann noch ein Terizino. Level 3. Ja, der ist so oder so nur Tierverschwendung. Der muss jetzt auch leider an sich glauben. So, hier habe ich auch schon oft einen Quetzal gesehen. Also nicht jetzt in dieser Map, aber allgemein in Ark. Aber ja, die meisten Quetzale habe ich im Winterbiom, beim Vulkan und noch beim roten Inhibitor gesehen. Sind gerade mal... Oh, oh, das war schön. Das war ein... Oh, da ist noch einer. Das ist der wohl der High-Level-Typ in der Gruppe. Der Level 16er. So... Jetzt, wir müssen unbedingt auf Stamina gehen bei dem. Wunderbar, wir haben hier auch schon einige ordentliche Sachen. So, jetzt. Ja, der ist schon ordentlich bei 54%. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt, ich werde mir noch einen Bronto holen. Also nicht tame, liebe Leute. Sondern umbringen. So. Komm, stirb jetzt. Aber das ist wunderbar, liebe Leute. Dass ich jetzt noch einen männlichen Tech-Rex habe. Das ist wunderbar. Muss jetzt nur schnell zu ihm zurückfinden. So, da ist er auch schon, liebe Leute. Der hat auch einen schönen weißen Kopf. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Leider ist er nicht ganz weiß, weil das wäre wirklich der Hammer gewesen. So, das sind auch schon seine Augen. Also, was ich mich wirklich an diesem Event beklagen muss, sind, dass die Ressourcen, ich meine, die Texturen richtig unscharf sind. Wirklich sehr unscharf. Guckt euch das an. Weil, wenn jetzt hier, auch das hier, bei einem normalen Dino-Vergleich, guckt euch mal dort an, diese Texturen und dann das hier. Ne, das geht gar nicht. Wirklich, das hätten sie wirklich ein bisschen besser machen können. Vor allem hier. Ja, guckt euch das an. Das hätte man wirklich ein bisschen besser machen können. Aber ja, weil... Ja, vom Weiten sieht es ja in Ordnung aus. Aber wenn man ein bisschen nah rangeht...
Guck mal. Jetzt, seht ihr? Nicht mehr so scharf. Vor allem hier bei den Beinen, da sieht man es übel krass, dass das keine richtigen runden Objekten sind, sondern einfach so eckig. Und ja, das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Aber was soll man ja machen, liebe Leute? So, unser Techwax ist jetzt auch schon fast fertig. Ich gucke mir noch schnell seine Stats an. Ja. Geht. Mein Wax hat einfach das zehnfache Leben. Also der hat das zehnfache Leben. Ist der Europa auch. Oh, und da ist er schon fertig. Ja, nee, ich lasse ihn einfach in Techwax. So, wunderbar. Und die haben ein Herzchen. Jawohl. So wollte ich das, weil mit einem normalen Rex hat sie kein Herzchen gehabt. So, wir machen euch jetzt beide auf neutral. Du kommst jetzt mit. So. Wunderbar. Eigentlich wollte ich in dieser Folge ein Kastroides tamen. Aber einen zweiten Male Tech Rex ist auch wunderbar. So. So, die mache ich auch noch fertig. Ich werde nach dieser Folge noch ein bisschen privat herumflachsen. Also, ja. Noch ein bisschen Sachen holen, Steinfarmen, auf jeden Fall das ganze Zeug wieder zurückfarmen. Metall und all das, also, ja. Wie gesagt, Ark ist halt einfach ein Farming-basiertes Spiel und ja, übers Farm, da kommt man nicht hinweg. Wenn man hier in diesem Spiel was erreichen will, muss man auch farmen. Und ja. So, ich würde sagen, bei mir gehe ich auf Leben. Jetzt auf nicht erlernte Sachen. Steinschleuder. Dann, nein. Hauptsächlich jetzt noch so auf Sättel. Nee. Brock. Nee, den brauche ich nicht. Nein. Treppe. Nein, nein, nein. Petrovinosaurus doch. Ein Wulivino will ich irgendwann haben. Nein, ja. Dann, nein, brauche ich nicht. Dann, hauptsächlich bei Metall will ich noch ein bisschen was machen. Krabosuchus doch. Schrotflinte auch. Nein, noch nicht. Noch nicht. Dann Direbeer auf jeden Fall. Teilikos. Ja. Ja, auf jeden Fall. Hier Pumpgun. So. Sonst muss ich mir noch irgendwie halt Blueprints anschaffen. Es ist ja auch so eine Sache mit den Blueprints. Die sind auch sehr gut. Und ja, dann kann ich so schauen, was ich noch überhaupt muss, kann. Und ja, wenn ich Blueprints habe, geht das ja dann alles. So, da kommen die auch schon. Ich werde natürlich auch irgendwann mal mit diesem Rex hier ein bisschen herumflachsen. Mit ihm auch mal einen Sattel anlegen. Und auf jeden Fall, so, das hier noch mitnehmen. Habe ich auch vor, Baby zu machen. Ja, liebe Leute, ein Baby. Den zwei. Und ich will mir dann das Ei anschauen, ob dann auch ein Tech-Rex rauskommt. Weil das ist ja wirklich der Hammer. So, komm her, mein Freund. Mal, was machst du denn da hinten? Komm her, komm. Aber ja, liebe Leute, dass sich die Folge auch gleich zum Ende neigt, ungefähr. Muss ich mal kurz schauen. Ich schätze mal, wir sind bei der 14. Minute. Ja, 13:53. Für euch ein bisschen mehr wegen dem Intro. Außer ich habe was rausgeschnitten, dann weniger. So. Wunderbar. Raptor weg. Du auch weg. Jetzt. Du auch. Das sind sehr gefährliche Viecher, liebe Leute. Ich kann euch wirklich nur sagen, passt auf bei dem. Weil die hauen euch vom Sattel. Die greifen nicht euer Tier an, sondern die greifen euch an. So, welches Level bist du? 3. 3. 28. Okay. Nö, zu low level. Viel zu low level. Ich bräuchte einfach ein Dödel. Und Dödel findet man eher so auf Bergen. Und ja. So, liebe Leute. Einen zweiten Tech-Rex. So easy geht das. Und ja, bevor ihr mich kritisiert, dass ich die Zähmgeschwindigkeit so hoch habe, ihr müsst auch bedenken, dass das ein Low-Level-Tier war. Und ja, da ist das ja kein Server ist, sondern ein Singleplayer. Und ich offline bin, respawnen ja nicht die Ressourcen einfach so nach,
sondern nur, wenn ich im Game drin bin. Darum habe ich das alles so erhöht. Und da ist ein wunderschöner Spinosaurus. Aber die sind sehr behindert zu tamen, weil die rennen einem weg. Also klar, am Anfang greifen sie sich an, aber wenn sie merken, dass sie keine Chance haben, rennen sie weg. So, jetzt. Essen an alle verteilen. Wunderbar. So, das kommt alles mit. Du hast Essen? Ne, mein Freund? Ja, du hast Essen. Obwohl, du, das nehme ich dir mit. Allgemein das ganze Prime Meat nehme ich mit. Dann brauche ich noch ein bisschen Holz. Du hast kein Essen. So. Du kriegst 200. Genauso wie du, armer Sack. Du kriegst jetzt mal 400. So. Dann. Ich muss jetzt erstmal an alle Tiere ein bisschen Essen verteilen. Du kriegst 100. Du kriegst 100. So, Baryonyx, du kriegst das ganze Fischfleisch. So, dann ihr zwei bekommt auch noch. So, erstmal muss ich das Fleisch verteilen. Ich habe das Gefühl, dass du ein bisschen wenig hast. Hm, ja. Ja, komm. Hau dir nochmal 400 rein. So, so. Ah, Petanodon, genau. Ich hätte dich fast vergessen, Petaline. Tut mir leid. Gut, dann Babushka. Du kannst jetzt fröhlich. Wunderbar. Und nochmal. So. Jetzt. Du hast genug Beeren. Jetzt gehen wir mal zu den anderen und verteilen die Beeren. Einmal gehen wir zu dir. Du kriegst das hier. Dann Wächter 1, du kriegst auch das hier. Dann du hast hier nicht so viel. Eieiei, mein Süßer. Du brauchst auch noch was, ne? Jojo, da muss ich dir auch noch was besorgen. Du hast hier genug. Komm her. So, du kriegst die Hälfte. Jetzt muss ich noch zum zweiten, zum Willi. Der hat nämlich auch keins mehr. So nichts mehr. Bei dem gehe ich auch schön auf Leben. Dann, du hast auch nichts mehr. Wo ist mein zweiter Ankylo? Der hier. Der hat auch noch. Oh, der hat all. Aber mit. Oh, shit. Hm, was soll ich machen? Hier. Du kriegst die Hälfte. Und jetzt noch zu dir. Ankylo, du kriegst hier die andere. Ah, du hast ja schon. Wir hatten noch nicht. Mirko, du hast noch keins, ne? So, kriegst du noch Mirko? Wir gehen jetzt erstmal Holz farmen, um das Feuer zu entfachen, liebe Leute. Wunderbar. Eigentlich wollte ich jetzt schon den Tameable Alphas Mod reintun, aber ich werde mir erstmal jetzt offline alles erfarmen. Viel Metall und all das. Ich nehme das jetzt nicht auf, weil das einfach zu lange dauern würde. Und ja, ich stream natürlich jetzt auch noch nicht. Ich hatte das Gefühl, ich habe dort gerade was Rotes gesehen. So, dort ist nochmal ein Rex, ein weiblicher 15. Ja, weibliche normale Rexe kann ich mir tamen, so viel ich will danach. Aber ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Holz farmen und meine Base ein bisschen zu bauen. Und ja, wir sehen uns dann. Ich muss mal schauen erstmal, wie spät es überhaupt schon ist. 18 Minuten, das ist okay. Und das heißt für mich, liebe Leute, das war's mit dieser Folge von Ark Survival Evolved. Wir haben erstmal den Tieren ein bisschen zu essen gegeben. Wir sind mit dem Ultimate Roborex ein bisschen herumgelaufen und haben auch sehr viele Tiere umgebracht. Vor allem Fische, die sind nämlich sehr gute Level-Ups-Geber. Oh, und da ist so ein der Spino. Ne, den tame ich jetzt nicht. Oh, ist so schnell, Leute, guckt euch. Oh Gott, guckt euch den an, wie schnell er ist. Okay, ich hatte das Gefühl auch, dass wir einen Biber umgebracht haben, aber das stimmt nicht. Ich werde mir höchstwahrscheinlich offline noch einen Biber tamen. Aber ja, das wird nicht der Einzige sein, der nicht mehr so tame. Und ja, liebe Leute, ich entfache jetzt erstmal das Feuer, damit das hier schön braten kann. Und ja, das war's mit dieser Folge Ark Survival Evolved. Das passiert mir in letzter Zeit sehr oft, was hier gerade passiert. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn jemand weiß, woran das liegt, was daran schuld ist, vor allem auch diese blauen Flecken und so. Wie kann ich das ausmachen? Ich guck mal hier schnell. Bewegungsverdeckung, dynamische... visuelle Effekte. Ich glaube das hier. Farbstufung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr wisst, woran es das liegt. Aber ja, schaut doch einfach mal bei Facebook und Twitter vorbei. Da werdet ihr immer wunderbar benachrichtigt. Und bei Twitch
Bin ich momentan eher offline, mache keine Streams, sondern eher auf YouTube. Aber es werden auch irgendwann mal wieder auf Twitch Streams geben. Das war's von meiner Seite aus. Mein Name ist Zenox, aka Manuel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass wir uns im nächsten Video und natürlich auch Stream wiedersehen werden. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao, ciao.